Was machen wir denn heute für ein Thema? Thema Überleitung. Wir haben hier eine Liste an Themen, die wir uns mal irgendwann zusammengeschrieben haben und die haben wir uns gerade mal durchgelesen, weil wir uns ja immer sehr gewissenhaft vorbereiten. Hi. Da steht unter anderem drin, ich lese es vor. Leben wir in der Matrix, Cyborgs, Resident Evil, das Jenseits, das Spielejahr 2014, Next Generation Gaming, Zombie Apocalypse 3, Super Skype, Zukunftspläne, 125 Jahre Nintendo, YouTube 2, was läuft da falsch in der Gaming-Branche? Party-Erlebnisse 2, Bigfoot und Fabelwesen, Religion gegen Wissenschaft, Trash-TV, Lieblingsessen, Geld, Shopping, irgendwas mit Musik, Herbst, Religion, Podcast. Sommerferien, Nebenjobs, erwachsen werden, mein erstes Videospiel, Kunst, was ich hasse, was ich liebe, Datenschutz, Dinosaurier, Mickey Mouse Hefte vs. Ips Heft, Streiche, DLCs, Vor- und Nachteile, Illuminaten, Lego vs. Playmobil, Musik, Lieblingsband, Sylvester Stallone, was Frauen wollen, Superkonzerne, Google, Apple, Disco, Essen, parallele Dimensionen, was hätten wir, Mittelalter gelebt, Oscar-Vorbereitung 2015, South Park, Simpsons vs. Family Guy, Best of Last Gen, Dinosaurier, Reddit, Klimawandel, Die Lösung, Jenga, Interstellare Reisen, die Zukunft des Gamings, Bud Spencer und Terence Hill, was würdet ihr mit 100 Millionen machen, aktuelles Weltgeschehen, Lieblingssuperkraft, Nature Fails, wo Evolution versagt, Monopoly, Weihnachtserlebnisse, Hypnose, Drachen, Turtles, Übernatürliches, Telepathie etc., Drogenerlebnisse, Nostalgie, Lieblingsspielzeug, Cocktailmixen, nervige Trends, Hausbooterlebnisse. So, und da müssen wir uns jetzt eins rausnehmen. Ganz schön komplexes Thema. Ja. Das war das erste Thema für heute. Ja. Ich habe eine Frage zu dieser Liste. Ja. Wer hat Sylvester Stallone da reingeschmuggelt und warum? Sylvester Stallone. Die Frage von Sefrim Kamel. Sefrim Kamel? Kamel. Nee, das ist Kamel. Sorry, da kommt man nicht drum rum. Also man könnte es höchstens noch Dromedar aussprechen, aber sonst ist es Kamel. Ist ja auch egal, Sefrim. Sefrim. Alter Schwede. Ja gut, aber das wissen wir ja schon. Also kann der nicht was Neues? Ja, ich finde auch, da sollte der Geist ein bisschen... Ha, der Geist hat mir eine Cola besorgt. Hammer, es funktioniert, ey. Firmengeist. Gut, ey. Hat wahrscheinlich früher da war Abfüller. Ist dann gestorben, weil er... Das ist der Geist, Alter. Alter, jetzt aber wirklich. Guck mal, jetzt krieg ich wirklich. Wo fließt hin? Ja, wo fließt hin? R. Wo fließt hin? R. Okay, lass weiterlaufen. R haben wir schon mal. R haben wir. Guck mal, er fließt aufs Nein. Also, er hat die Schnauze voll. Geist, möchtest du aufhören mit dieser Chance? Ja, siehste. Hör auf, nicht beeinflussen. Siehste? Alter Schwede! Er will aufhören! Alter Falter! Ich lach mich kaputt! Er will aufhören. Aber ein Teil von ihm will weitermachen. Er weiß es nicht. Oh, er hört lieber komplett einfach auf. Er will aufhören. Aber jetzt muss man deuten, was das ist. Ja, das ist ein Kontinent. Nein, das ist eine Ente. Ja, von deiner Seite... Das ist hier der Hals, das ist der Kopf, hier ist der Schnabel, das ist eine Ente. Das ist eine Ente. Merkst du was? Oh, ja, ich, Zeitungsente meinst du, mein ich aber nicht. So, das ist die Evolution der Ente. Sie bekommt ein höheres Gehirnvolumen, sie wird intelligent, sie reißt die Weltherrschaft an sich. Weil die Ente klüger ist als der Mensch. Wir sind kurz davor, eine Antwort... Nein! Das nein! 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 Scheiße, er will es nicht. Doch, ja, er will nicht. Er will nicht. Damit haben wir, finde ich... Also, man muss das respektieren, finde ich auch dann. Man muss auch mal Nein akzeptieren. Ja, man muss auch mal Nein. Nein. Nein, in dem Moment, wo du deinen Vater umbringst, ja, weggabelt sich quasi genau. Die Lebenslinie dieses Universums. Und dann gibt es nämlich das eine Universum, wo der ab diesem Zeitpunkt des Mordes. Ja, beton das nochmal. Kann es nicht einfach ein Unfall sein? Des Unfalls. Bitte. Unfalls. Ja, bitte. Geht dieser Strang hier lang und du wirst nicht gezeugt. In diesem Universum existierst du nicht, außer du bist der Mensch, der ihn tötet. Es ist das Geile. Du bist der Mörder und bist in diesem Universum noch als der 34-jährige Mörder Etienne Gardet unterwegs. Und in diesem Zeitstrang bist du ja aber weg. Okay. Ja, die Grillzange war ready? Nee. Das ist schwer, da musst du wissen, was du als erstes malst. Auf die Plätze, fertig, los. Vielleicht mit dem wichtigsten anfangen? Was ist das? Vogel. Vogel. Specht. Angry Birds. Geier. Vogel. Ich kann nicht sehen. Was soll das denn sein? Vogelgrippe. Oder so. Vogelhörer. Geier. Panzer. Vogelsberg. Ach, der Junge. Das ist, also, ich würde jetzt zumindest schon mal. Panzer.
Pirat! Piratenvogel! Alter, der Typ! Pirat. Vogelpirat? Piratenflügel. Och man. Pirat. Ede, was? Ich komme einfach nicht drauf. Was denn, wenn man nicht drauf kommt? Was soll ich denn machen? Das ist ein Vogel und ein Pirat. Vögel. Piratenkind. Vogeleltern. Oh, fuck! Das check ich jetzt auch wieder Vogel, auch nicht. Vogelmann? Vogel. Wie? Das ist ja super geil. Mann. Mann, Kind, Familie. Familienoberhaupt. Familienvater. Vater? Na, Goddammit! Ich raff's einfach. Vater. Ich höre auf im Prinzip oft. Mann! Mann, Dad. Aber ich meine, was? Gott! Ist, ja, helf mir doch mal noch was! Ja, hallo! Vogel! Ja, was für ein Vogel! Du kannst doch nicht zu anderen mal Vogel sagen, Mann! Ich weiß nicht, was! Papagei! Ach, Papa soll das sein! Ja, Mann! Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Alter! Familienoberhaupt rafft er aber! Papagei! Familienoberhauptvogel! Alter, echt, Ede. Was ist das? Wie soll das Pirat sein? Das ist ein du hast doch schon 200 Mal Piratenvogel gesagt. Vogelpirat. Da war doch schon alles klar. Und dann kommt noch der Papa dazu. Familienoberhaupt. Alles klar. Alter Schwede. Ich hab's nicht gerafft. Oh, liked einen Daumen hoch, wenn auch ihr das Internet benutzt. Ja. Ansonsten Daumen runter. Tschüss. Okay, jetzt hassen uns alle. Nein, ist es nicht. Ich hab 8 Tassen Kaffee getrunken heute. Das ist aber nicht gut. Das erklärt vieles heute. Na, du bist so, angespannt und nervös. Das sind vielleicht die 8 Tassen Kaffee. Die Nase auch in der Mund, man möchte ihn küssen. Ja, was geht ab? Soll ich ihn kurz küssen? Ich möchte ihn kurz küssen. Ah, also. Oh, Brudi. Boah, das finde ich irgendwie befremdlich. Du feuerst damit so Fanfiction, ist dir ja klar, ne? Warum nicht? Komm. Alter, ihr könnt mich gerne sexuell vergewaltigen in eurer Vorstellungskraft. Das ist mir eine Latte. Sprichwörtlich. What? Und jetzt einmal enden müssen. Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich, dass Sie sich für mich und mein Wohl interessieren. Allerdings liegt mir das doch am Herzen. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Bohmhoff, möchte ich, dass hier die Kinder wieder mit Spaß an der Sache in die Schule gehen und sich auch für die Ökologie und die Ökonomie gleichermaßen interessieren. Darf ich Sie da mal fragen, einen wer das Moment bezahlen soll? Ich möchte bitte ausreden. Wo wollen Sie denn das Geld ich hernehmen? Möchte bitte die Steuerkasse ist leer. Kinder zahlen keine Steuern. Kinder kosten Frau Geld. Frau Christiansen, so kann ich nicht diskutieren, wenn ja, ich ja, der Herr hat jetzt schon 10 Minuten Redezeit, hat noch nicht ein Wort gesagt. Unglaublich. Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch mal der richtige Moment, um mein Programm durchzudrücken. Mein Name ist Nils Bohmhoff und ich stehe für Glaubwürdigkeit. Was man will, und wenn ich rede, schweigt Deutschland, meine Damen und Herren und liebe Genossen und Genossinnen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir diese Debatte im Bundestag schon so wieder führen müssen, denn da ist auch der Franzose schuld. Wir sind live. Da ist auch der Franzose schuld. Das ist nicht lustig. So, seid ihr soweit? Danke, ja. Das ist ein bisschen Sinti. Also, seid ihr bereit? Mhm. Okay. Du spielst die von Hand, wie soll ich denn das erkennen? Hör auf, das reicht. Das reicht, hör auf. Ja, ihr seid schon längst. Irritiert mich nicht. Ihr braucht nicht aufdrücken, aufschreiben. Ich hab noch nichts gehört. Wir haben nichts gehört. Spiel mal bitte. Ich werde sie... Zeit vorbei. Ich spiele sie gleich nochmal für die, die nichts gehört haben. Er spielt gleich die Melodie aus Ich spiele sie gleich für euch nochmal. Danke. Ihr, nicht mitsingen. Das steht nicht in den Regeln, dass ich nicht mitsingen darf. Doch, das steht jetzt in den Regeln drin, dass du nicht mitsingen darfst. Also, ich spiele sie nochmal. Hört bitte genau zu.
Moin, moin. Entschuldigt. Das ist ganz schrecklich für mich, hier irgendwo zu sitzen. Ich will das nicht. Ich will hier nicht sitzen. Man kennt das vielleicht von den Moderatoren so, die sind das so voll, stecken das locker weg und moderieren hier einfach so an. Ich fühle mich gerade total nervös. Dennis, da bist du ja. Ich wollte dich, wieso kommst du das jetzt? Ich will die Morning Show nicht machen. Ich habe keinen Bock. Bleib hier jetzt. Dennis. Du hast mich reingezogen. Jetzt kommst du auch mit vor die Kamera. Oh nein. Sache ist die, ich bin ein etwas seltsamer Mensch.